Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Überpünktlich sind wir hier bereit. Und dann geht's los mit Rot-Weiß Aalen in den roten Jerseys. Von links nach rechts. Felbert spielt als gastgebende Mannschaft ganz in Weiß. Gut durchgesetzt von Tankulic. Dann Kire. Fuseliger Dribbler, der immer wieder über außen kommt. Und da ist er drin. Die erste Chance, das erste Tor. Rot-Weiß Aalen setzt das erste Ausrufezeichen heute Abend. Und wir gucken auf die Szene. Kevin Coleman ist es am Ende, der den Fuß reinhält, der als erster diese Flanke von Kire verwerten kann. Und Marcel Lenz ist chancenlos. Die ist ausbaufähig. Und da ist sehr viel Platz für Diallo. Der ist durch. 1-1 gegen Brüsecke. Diallo gegen Brüsecke. 1-1. Mamadou Selo, Diallo Diallo. Bleibt ganz cool um Kurt Brüsecke und hat dann die Ruhe, den Ball ins leere Tor zu schieben. Ganz wichtig für Felbert, die hier zeitig den Ausgleich schaffen. 12. Minute. Oh, da ist Kire wieder durch fast. Marcel Lenz passt aber auf. Und schon geht es wieder in die andere Richtung. Hilger. Und Brüsecke. Robin Hilger mit der nächsten Möglichkeit. Herzenbruch. Ganz stark von Kaya. Der ist sehr auffällig. Der will viele Bälle haben. Und das ist eine Riesenmöglichkeit für Max Martemes. 0-5 und 0-3. Das war dann zu viel des Guten. Das ist klasse gespielt. Wieder Martemes. Die Riesenchance. Robin Hilger muss sich eigentlich nur umdrehen oder versuchen, ihn mit der Hacke reinzuschießen. Da war er, glaube ich, selbst ein bisschen überrascht. Auch noch kurz nach dem Ausgleich in der 12. Minute war das eigentlich ein grundsolider Vortrag der Gäste. Das ist ganz stark von Derek Kire. Jetzt kann es wieder gefährlich werden. Elfmeter! Es gibt Elfmeter für Rot-Weiß Aalen. Setzt sich da links durch. Und dann ist es ein plumpes Zweikampfverhalten. Denn die letzten Minuten gingen klar an Felbert. Tankulic gegen Lenz. Eins zu zwei. 30. Luka Tankulic, der Kapitän, das Aushängeschild von Rot-Weiß Aalen, bleibt ganz cool und bringt seine Mannschaft hier wieder in Front. Achtung, Sejas, wird es nochmal gefährlich für Felbert. Oh, das ist super leicht. Das ist super leicht und Herzenbruch auf der Linie. Und dann Marcel Lenz. Und so müssen sie jetzt noch ein bisschen dafür arbeiten, dass sie hier heute mit 3 Punkten zurück nach Hause fahren können. Kire, beide Tore eingeleitet. Ganz stark von Oso. Und da ist Tankulic. Und Marcel Lenz
hält seine Mannschaft im Spiel. 40, 50 Mann stark. An die Zuschauer, das ist wirklich unter das der Satzrennen von Pyrotechnik. Sie scheinen nicht nur sich an ihren Menschen, sondern im Verein. Diallo wieder am zweiten Pfosten. Ausgleich! Felbert gleicht aus und das kommt ein bisschen aus dem Nichts. Die Hereingabe von Diallo. Coleman kriegt es nicht geklärt, im Gegenteil. Und dann ist es Max Martinez, der den super versenkt. Nichts zu machen für Robin Brüsecke. Und die gesamte Ersatzbank, der Gastgeber, geht da bei jeder Aktion jetzt mit. Die glauben auf jeden Fall dran an einen so dringend benötigten Sieg heute Abend. Ah, da ist Platz da oben. Die Möglichkeit! Es ist wieder Robin Hilger. Schiebener mit ein bisschen Platz. Und das fliegt den Gastgebern um die Ohren. Osun. Der ist eigentlich zu steil für Aydoğan. Und dann wird es nochmal fast kurios. Da liegt einer am Boden. Karabatic müsste das sein. Felbert spielt weiter. Felbert spielt immer noch weiter. Und das ist um ein Haar das Traumtor von Andrei Bozoli. Kane. Ganz starker Ball. Robin Hilger. Er belohnt sich dann doch noch. Aber was war das für eine wunderbare Vorlage und ein fantastischer Abschluss. Endlich wird sich Robin Hilger sagen, der so viel liegen gelassen hat heute. Fantastische Kombination über Kane und den neuen Mann Andrei Bozoli, der hier richtig Wind reingebracht hat. Felbert dreht das Spiel. Hemke. Aydoğan. Eieieiei, das ist Berisha. Und jetzt gehen einigen noch hier die Nerven durch. Jetzt bin ich gespannt, was der Linienrichter noch gesehen hat. Hat Kane danach getreten? Nein, Kane war es auch gar nicht. Es war Schiebener. Schiebener gegen Öztürk. Beide vermutlich gelb. Ja. Rot. Rot für Levin Öztürk. 95. Minute. Diese rote Karte aber eigentlich jetzt für den weiteren Spielverlauf nicht mehr wirklich relevant. Mika Kane kriegt noch einen mit. Jetzt sind wir 6 Minuten drüber und jetzt ist Feierabend. Große Erleichterung in Felbert. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.